Der Team Associated SC-10RS von Thunder Tiger ist im Grunde ein alter Bekannter. Das 2WD-Modell wird in der speziellen RS-Ausführung jedoch fahrfertig mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. RS steht für Race Spec. Das solide 2WD-Chassis bietet genügend Platz für einen längs platzierten Stick-Akku. Regler und Empfängerbox sind gewichtsoptimiert links und rechts vom Zentrum untergebracht. Der Brushless-Motor hat genügend Kraft, um das Modell ohne viel Anlauf in einen Sprung zu katapultieren. Das Fahrwerk arbeitet dabei wie bei den manntragenden Vorbildern. DJ Concepts Reifen bieten auf Teppichstrecken und in leichtem Gelände guten Grip. Sie sind optimal für den Renneinsatz geeignet. Die Felgen haben sich bereits an anderen SC10-Modellen bewährt. Dank der härteren Federn an den Vorderachsstoßdämpfern lässt sich der Short Course Truck besser und gezielter durch Kurven pilotieren als die Standardversion. Nicht ganz so überzeugen konnte das Lenkservo. Es ist zu schwach und zu langsam. Wer mag, kann den RS auch mit einem 3S Lipo betreiben. Der Leistungszuwachs ist enorm. Thermische Probleme gibt es damit am Antriebsstrang nicht. Die blau eloxierten Dämpfer lassen sich mittels Vorspannklipsen einstellen. Rechts-links Gewindestangen erlauben die Verstellung von Sturz und Spur. Zieht man auf der langen Geraden richtig auf, kann das Modell schon mal auf die Hinterräder gehen. Auch beim Regler gibt es Neues. Der SC700BL ist gegenüber der RTR-Version überarbeitet worden und präsentiert sich zudem wasserdicht. Der neue Team Associated SC10RS von Thunder Tiger ist für jeden ambitionierten Rennfahrer eine gute Wahl. Einziges Manko ist das unterdimensionierte Lenkservo. Doch davon abgesehen überzeugt dieser Short Course Truck mit den überarbeiteten Stoßdämpfern und der guten Ausstattung vollends.